Also Renate, wie ist der aktuelle Stand unseres Flughafenprozesses? Ja, Alessandro, unser Flughafenprozess behängt derzeit in zweiter Instanz am Staatsrat in Rom. Wir hatten von Anfang an ganz wichtige Anfechtungsgründe vorgebracht. Davon ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Grund mittlerweile von der Nationalen Antikorruptionsbehörde in seiner Begründetheit bestätigt worden. Und zwar hatten wir oder bringen wir ja vor Gericht vor, dass die Konzession für die Betreibung des Flughafens nicht durch den einfachen Verkauf des Aktienpaketes übertragen werden konnte. Also dahingehend befindet sich die Flughafengesellschaft und diese Übertragung grünes Licht gegebenen Behörden in einem aus unserer Sicht absolut unrechtmäßigen Status. Darüber hinaus haben wir bekanntlich den Preis, zu dem die Flughafengesellschaft an Private verkauft wurde, als absolut lächerlich und unterbewertet beanstandet. Wir wissen, dass abgesehen von den Grundstücken, die ja von der öffentlichen Hand zu einem wirklich enormen Preis zu diesem Zweck gekauft wurden, auch das Betriebsgebäude, die Anlagen und so weiter natürlich einen weitaus höheren Wert haben. Und es geht auch um Bankguthaben bis zu 8 bzw. 9 Millionen Euro, die zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben dürften. Also abgesehen von dieser, von der Anfechtung aus preislicher Sicht, haben wir auch beanstandet, dass die Grundstücke, auf welche eben die Flughafenerweiterung stattfinden sollte, bis dato im Eigentum der ABD Airport, sprich nunmehr von Privaten, stehen, obwohl die Flughafenerweiterungsmaßnahmen eine vorherige Übertragung dieser Grundstücke in das öffentliche Eigentum notwendig gemacht hätten. Und aus diesem Grund sind die bereits vorgenommenen Erweiterungsmaßnahmen ein strafrechtlich relevanter Tatbestand, der von unserem Landtagsabgeordneten Paul Köllensberger bereits vor Monaten im Rahmen einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Landesgericht von Bozen dargelegt wurde. Und wir warten nun die entsprechenden Ergebnisse ab und verfolgen daher die Angelegenheit des Flughafens sowohl im verwaltungsrechtlichen Prozess, wo ich ja gemeinsam mit meiner Kollegin 576 Rekurrenten, darunter auch dich, vertrete, als auch diesen strafrechtlichen Aspekt. Vielen Dank.